Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die fünfte Folge von Marvels Moon Knight. Achtung, seid gewarnt, es kann und wird zu Spoilern kommen. Bleibt dran. Die fünfte Folge von Marvel's Moon Knight hat definitiv an Tempo zugelegt. An Tempo und Tiefe. Die Grundidee der Story hat mir sehr gefallen. Das nicht genau wissen, in welcher Realitätsebene wir uns jetzt befinden, ob auf dem Schiff, welches die Toten in der ägyptischen Mythologie ins Jenseits bringt, in der psychiatrischen Anstalt, wo Mark immer noch mit Steve ringt, oder in dieser Zwischenebene innerhalb des Schiffes, wo Mark und Steve gleichzeitig über ihre Vergangenheit reden und diese ergründen müssen. Alles in allem wird hier deutlich, dass es sich um eine klassische Origin-Geschichte handelt, wie wurde Mark zu Moon Knight? Wie entstand Steve als bessere Version von Mark, als Schutzschild vor seiner Vergangenheit im Kopf von Mark? All das wird in dieser Folge erklärt und aufgedröselt. Als großen Nachteil muss ich aber an dieser Folge kritisieren, dass sie mich von der Art und Weise, wie es erzählt wird, nicht wirklich abholt. Wir haben das Marvel-typische, wir nehmen uns selbst nicht ernst mit dem Nilpferd, das der ägyptischen Mythologie entspringt, aber alle 5 Sekunden mit den Ohren schlackert. Es ist so an der Grenze des Ernstzunehmenden. Es ist so eine Spur drüber, dass ich es ernst nehmen könnte. Sie wird ein bisschen infantil dargestellt. Sie wird als verunsicherte bzw. aus der Übung gekommene Göttin der ägyptischen Mythologie dargestellt. Und das im Sinne von Marvel, wir nehmen uns selbst nicht ernst. Es bringt den einen oder anderen Schmunzler, hat aber so in dem Gesamtkonzept, was hinter der Serie Moon Knight steht, nämlich so diese FSK 16 Einstufung mit etwas mehr Brutalität und Action und Gewalt, ist dieser Marvel-Stil etwas deplatziert, wirkt etwas fehl am Platz. Es bricht zu sehr mit dieser Ernsthaftigkeit, mit diesem Gruseleffekt, mit diesen künstlerischen Aspekt der Geschichte, der sich definitiv an ein eher erwachsenes Publikum richtet. Die komplette Inszenierung dieser Folge, die Storyline, dieses zwischen den Ebenen hin und her wechseln, dieses diffuse, wo befinden wir uns, was ist der Kern der Aussage, der Story in dieser Folge, das erinnert mich etwas an Fight Club bzw. Einer flog übers Kuckucksnest, wo sich erst gegen Ende hin die wahre Erzählebene, die wahre Ebene, auf welchen sich die Charaktere und dementsprechend der Protagonist befindet, erst herauskristallisiert. Was ich der Serie definitiv zugute halte. Nachdem ich ja die 4. Folge als ziemlichen Quatsch und Nonsens kritisiert habe und die 3. Folge ja auch nicht unbedingt gelobt habe, ist es hier definitiv anders. Sie holt mich eine Spur weit mehr ab, diese Folge. Sie ist tiefgründiger, sie ist qualitativ hochwertiger geschrieben, von der Story her, erzählt seitens der Dramaturgie und Regie.
Und auch der ein oder andere Plot-Twist ist positiv zu werten. So zum Beispiel hätte ich nicht vermutet, dass der Grund für Steves Daseinsberechtigung in einer gewalttätigen Jugend bei einer gewalttätigen Mutter von Mark zu finden ist. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich bin von einem Trauma, als Mark ein Söldner war, ausgegangen, dass dies dazu geführt hat, dass in sich der Charakter Steve bildet, oder eine andere Version, die so in meinen Gedankengängen war, war ein Steve, der sein ganzes Leben lang ja, unterhalb des Radars flog, von der Gesellschaft nicht wirklich wahrgenommen wurde und sich deswegen den Charakter Mark erschaffen hat, der ein abenteuerlustiger und auf Krawall aus ist und ein Charakter ist, der die Welt entdeckt und der nicht wirklich ein guter ist, aber auch nicht wirklich ein böser Mensch ist. Davon bin ich eigentlich ausgegangen, so eine von diesen zwei Origins sah ich hinter dem Charakter von Moon Knight, von Mark und Steve, aber dass es eine gewalttätige Mutter ist, dass das traumatische Erlebnis, das dem Ganzen zugrunde liegt, der Tod seines jüngeren Bruders ist, wo sich Mark selbst dafür verantwortlich fühlt, das habe ich nicht kommen sehen. Das war definitiv ein Plot-Twist, der mich abgeholt hat. Der Sinn hatte, der Sinn macht, aber auch etwas kopiert wirkt. Etwas, auch wieder in tieferer Betrachtung, etwas nach Standard wirkt. Welches Trauma kann so schlimm sein, dass es eine schizophrene Persönlichkeitsstörung in einem auslöst? Auf der anderen Seite haben wir auch wieder eine andere Serie, in welcher ein ähnliches Thema fast 1:1 aufgegriffen wird, nämlich Star Trek Picard, wo sich mittlerweile herauskristallisiert hat, dass auch Jean-Luc Picard eine gewalttätige, ein Trauma in seiner Jugend hat, in Bezug auf seine Mutter. Das finden wir hier wieder. Was war zuerst, Henne oder Ei? Ist es Zufall? Hat der eine vom anderen abgekupfert? Ist auch egal. Es ist nur subjektiv nicht unbedingt jetzt die spannendste Geschichte, wenn wir in relativ kurzer Zeit beziehungsweise bei zwei Serien, die gleichzeitig laufen, ein doch so ähnliches Trauma als Hauptmotivation für einen Handlungsstrang haben. Das ist auch so das Kernthema, die Kernkritik, was ich an dieser Folge und auch insgesamt an der Serie Moon Knight kritisieren kann. Ich hätte mir doch etwas abseits von der Norm gewünscht, ich hätte mir doch etwas Marvel-typischeres gewünscht und denke mir aber im Nachhinein, dass es doch von Vorteil ist, hier etwas bodenständiger zu bleiben, etwas ehrlicher zu bleiben und relativ menschliche und natürliche Ursachen für den Charakter zu erschaffen und diesem das zugrunde zu legen. Was dann etwas mit dieser Ernsthaftigkeit wieder gebrochen hat, bei der Origin von Mark, wie er zum Moon Knight wurde, was übrigens auch der kürzeste Handlungsstrang in dieser Episode ist, war das Erscheinen und das Auftauchen von Moon Knight. Von dem Moment, als Khonshu Mark ausgewählt hat, zum Moon Knight zu werden. Moon Knight selbst sehen wir hier in gefühlten 10 Sekunden. Die ganze Szene von der ägyptischen Ausgrabung, wo Mark noch versucht hat, den Vater von Layla zu retten und dann selbst angegriffen wurde und schwerst verletzt wurde, nahm insgesamt auch nur vielleicht 5 Minuten ein. Dem Ganzen wurde hier relativ wenig Raum gegeben, was ich schade finde. Auf der einen Seite, weil
es doch eine Serie über Moon Knight ist. Auf der anderen Seite denke ich mir dann wieder, es ist die Origin von Moon Knight und es geht in dem gesamten Erzählstrang der 6 Episoden um die Herkunft von Moon Knight. Und dazu zählt auch der Hauptbeweggrund, warum Mark Steve erschaffen hat, was dann aufgedröselt wurde und dem Zuschauer erklärt wurde, wie und wann Steve und Marks Existenz sich vermischt haben. All das wird kurzweilig und spannend erzählt. Insgesamt fällt somit meine Kritik relativ positiv aus. Es ist jetzt nicht die beste Marvel-Folge, es ist jetzt nicht die beste Serie, aber die Serie hat für mich definitiv die Kurve gekriegt, um besser zu sein als The Falcon and the Winter Soldier. Und der Grund liegt einfach dann darin, dass die Story insgesamt tiefgründiger ist, dass sie vielschichtiger ist, dass sie abwechslungsreicher ist und dass sie nicht nur viele Ebenen des Charakters Mark und Steve bietet, sondern auch erzählerische Ebenen, Art und Weisen, wie erzählt wird. Wir hatten das ja schon in der ersten Folge, als wir nicht gesehen haben, wie Mark handelt, als wir quasi die ganze Folge nur aus Sicht von Steven gesehen haben. Und diese künstlerische Erzählweise, dieses Durchdachte, das schätze ich sehr an dieser Serie. Dass es dann zur Mitte hin, so ab Folge 3, etwas bodenständiger wurde, etwas flacher wurde, von der Qualität her auch, das kann man jetzt mittlerweile verschmerzen, wenn man so diesen Gesamtkontext von Folge 1 bis Folge 5 betrachtet. Dann sind wir bei einer soliden Serie. Hoffentlich setzt sich das in der Finalfolge, in der 6. Folge von Moon Knight noch fort. Hoffentlich wird hier noch einer draufgelegt, sage ich jetzt mal. Es gehört noch die Geschichte um Harold und der tatsächlichen Erzählebene aufgelöst, zu was entwickelt sich Mark und Moon Knight dann tatsächlich. Eine Weiterentwicklung des Charakters Mark-Moon Knight ist ja hier schon in der 5. Folge angeteasert worden, nämlich dass auf dem Schiff in Richtung Jenseits die Reise zurück ins Leben Steve ja wohl nicht schaffen wird. Er fiel über Bord, in der Wüste des Jenseits strandete er, wurde wie Khonshu zu Stein und Mark blieb alleine auf dem Schiff zurück. Was heißt das für die 6. Folge? Die 6. Folge wird sich hauptsächlich damit beschäftigen, dass Mark den Weg zurück in die Lebenden findet, dass Harold, dass Arthur Harrow aufgehalten wird und dass es in einem finalen Showdown zwischen Protagonist und Antagonist endet. Insofern auch eine relativ vorhersehbare Story, die aber hier in dem Gesamtkontext wiederum Sinn ergibt und quasi sein muss. Das wiederum macht es nicht zu einer Top-Serie, das wiederum macht es nicht zu der besten Marvel-Serie, die bis jetzt produziert wurde. Aber ich freue mich auf die 6., auf die finale Folge von Marvel's Moon Knight. Wie steht ihr zu den bisherigen 5 Episoden? Wie seht ihr die Serie im Gesamten? Welche Erwartungen habt ihr für die Finalfolge? Lasst mir hier gerne die einen oder anderen Kommentare hier. Auch wenn euch das Video gefallen hat, bitte gerne ein Like. Und wenn ihr den Kanal und mich aktiv unterstützen wollt, lasst auch hier gerne ein Abo da. Das würde mich sehr freuen und den Kanal extrem unterstützen. Es wäre für euch auch nur 1 oder 2 Klicks.
entfernt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.